Es fällt schwer, Marvel-Filme nicht zu mögen. Klar, es gibt die Hardcore-DC-Fans, die Marvel aus Prinzip hassen und sich auch nicht in blöden Verschwörungstheorien zu entwickeln oder konspirative Downvote-Aktionen zu planen. Aber die meisten vernünftigen Fans, die einfach gute Unterhaltung wollen, mögen Marvel genauso wie die guten DC-Filme. Und dazu gehören auch wir. Und wenn wir DC derzeit Erfolg wünschen, dann hauptsächlich deshalb, weil jede gute Marke anständige Konkurrenz braucht, um sich weiterzuentwickeln. Denn Marvel hat ja verdammt viel richtig gemacht seit 2008. Kein anderes Studio hat ein filmisches Universum erschaffen, das so erfolgreich ist und so viele qualitativ gute Filme herausgebracht hat. Vom ersten Iron Man bis hin zu Black Panther liefern sie bis auf wenige Ausreißer gutes Entertainment auf hohem Niveau. Und sie haben es auch in Deutschland geschafft, Superhelden endgültig in den Mainstream zu bringen. Seit Marvel weiß auch der letzte Zuschauer, dass es mehr gibt als nur Batman, Superman und Spider-Man. Doch niemand ist perfekt und bei all ihren starken Helden, den guten Darstellern, der interpersonellen Dynamik und der witzigen Dialoge mit gut gesetzten Pointen, nach 18 Filmen sind natürlich auch einige Schwächen deutlich geworden. Und darum soll es heute gehen, in unserer Top 5 Dinge, die uns an Marvel-Filmen nerven. Fangen wir mit dem Look an. Und ja, das ist natürlich immer Geschmackssache. Manch einer steht auf Zack Snyders DC-Creating, andere mögen den Look von Harry Potter oder Wes Anderson. Marvel-Filme haben leider keinen klaren optischen Look, beziehungsweise einen sehr langweiligen. Denn irgendwie sehen sie alle immer aus, als wäre die Farbe mit einem Grauschleier überzogen. Es gibt mal Ausreißer wie einige Momente in den Guardians oder den Thor-Filmen, aber Marvel benutzt für die meisten Filme ein ähnliches Grading, also eine Farbkorrektur, die möglichst flache Farben und geringen Kontrast beinhaltet. Das Ergebnis? Schwarz ist nie so richtig schwarz, sondern eher sehr dunkles Grau. Weiß ist selten richtig weiß und die Sättigung bleibt bis auf die Rottöne immer im Mittelbereich. Im Vergleich mit den Comics, deren Figuren dynamisch aus den Seiten springen und die von hoher Farbdynamik sind, sieht es bei Marvel in den Filmen oft erstaunlich mäh aus. Die Filme scheuen Extreme. Es fällt schwer, ein Bild zu finden, das wirklich grauenhaft aussieht, aber es ist eben auch selten so gut, dass man es sich als Poster an die Wand hängen würde. Es gibt ganze Video-Essays, die analysieren, warum das so ist, ob die verwendeten Digitalkameras schuld sind oder die Kameramänner. Doch es gibt genug Beispiele, wie dieselben Leute und dieselbe Technik in anderen Filmen großartige Bilder erschaffen haben. Es scheint vielmehr eine bewusste Entscheidung zu sein, die vielleicht darin begründet liegt, dass Extreme oft polarisieren und der Look der Marvel-Filme als massenkompatibel angesehen wird. Dort, wo es keinen starken visuellen Stil gibt, verringert sich die Chance, dass Zuschauer ihn nicht mögen. Und damit haben wir ein grundsätzliches Thema angeschnitten, auf das wir noch zurückkommen werden. Auf Platz Nummer 5. Origin Stories und zu brave Figuren. Als Iron Man 2008 erschien, brachte der Film frischen Wind in das Genre und stellte uns einen der charismatischsten Superhelden vor. Und ja, der Film ist klasse und funktioniert auch heute noch. Doch warum müssen seitdem alle Filme genau demselben Muster folgen? Warum kriegen wir wieder und wieder dieselbe Art von Storyverlauf präsentiert? Bei Tony Stark ist es ja noch ganz cool, dass er diese sympathisches Arschlochnummer fährt, um dann seine Schwächen zu überwinden und zum Held zu werden. Doch brauchen wir davon so viele Variationen? Oh, Thor ist ein arroganter, anmaßender Windbeutel, doch dann bekommt er eine Herausforderung und muss über sich hinauswachsen und lernt, dass es mehr gibt, als nur an sich zu denken und Gott zu spielen. Oh, Ant-Man ist ein arroganter Halodri, der keinen Unterhalt für seine Tochter zahlt und kriminell ist. Aber dann muss er sich mit Superkräften beweisen und seine Kräfte kontrollieren und über sich hinauswachsen. Oh, Dr. Strange ist ein arrogantes Arschloch, das nur an sich denkt. Oh, Black Panther ist ein arroganter König, der von Rache getrieben wird. Es braucht mittlerweile keine übersinnlichen Begabungen, um zu wissen, wie die Storys verlaufen. Marvel hat sich in den Comics ja einen Namen gemacht mit Helden, die ihre menschliche Seite haben und Schwäche zeigen. Und natürlich ist es nett, wenn Spider-Man versucht, gleichzeitig die Schule zu schaffen und Schurken zu jagen. Und wir wissen ja, dass es viel vom Appeal des MCU ausmacht, dass sie eben Figuren haben, die wir mögen. Dass Tony Stark eben kein unnahbarer Dauerdepri-Psychopath wie Batman ist. Aber etwas mehr Ecken und Kanten würden ihn wirklich gut tun. Denn ein Problem des Civil War war, dass er es sich nicht traute, Figuren wirklich unsympathisch zu machen oder Position zu beziehen. Dieses sowohl als auch und das Zurückscheuen vor wirklich harten Konflikten bestärkt das Gefühl des Vertrauten und der fehlenden Überraschung. Nur wer wirklich tief abstürzt, dessen Erlösung birgt dramatisches Potenzial. Und vor allem muss es Probleme geben, die nicht einfach zu lösen sind. Wir wünschen uns mehr Tiefe und statt flapsiger Sprüche auch etwas höhere Einsätze für unsere Helden. Und bitte keine Origin-Stories mehr auf Platz Nummer 4. Die Villains. Natürlich wissen das auch die meisten Fans schon, aber trotzdem kommen wir nicht drum herum, es zu erwähnen. Marvel hat ein Schurkenproblem, denn wenn wir mal zurückdenken, dann fallen uns zwar fast alle Helden ein und wir können sofort sagen, was Tony Stark definiert, welchen Charakter Black Widow hat und was den Captain so unwiderstehlich macht. Ja, wir wissen sogar, warum Hawkeye das Temperament einer Doppelpackung Valium versprüht,
Doch bei den Bösewichten denken die meisten nur an zwei Typen, Thanos und Loki. Und Thanos eigentlich auch nur, weil uns immer wieder versichert wurde, dass er der oberböseste Wutz vom ganzen Universum ist, nicht weil er wirklich durch Charakter oder Charme fasziniert hätte. Und Loki ist natürlich nicht nur dank Tom Hiddleston faszinierend, aber er ist schon fast mehr Anti-Held mit seiner tragischen Backstory und der Hassliebe zu seinem Bruder Thor. Okay, er hat versucht, die Menschheit zu vernichten, aber wer hatte noch nicht solche Tage? Und wenn wir die Messlatte nicht allzu hoch legen, dann akzeptieren wir auch Vulture alias Adrian Toomes in Spider-Man mit seiner eher bodenständigen Schurkenambition, der eine angenehme Abwechslung zum üblichen Ende-der-Welt-Bohai seiner Kollegen anbot. Und seit Black Panther ist auch Andy Serkis' Claw durchaus erinnernswert. Und ja, auch wenn er trashig war, Red Skull kam seiner Comic-Version recht nahe und passte zur Story von Captain America. Demgegenüber steht allerdings eine Armee austauschbarer Langweiler, die nicht mehr Eindruck hinterließen als ein Stormtrooper, der in Star Wars weggelasert wird. Ob General Ross und Abomination in Hulk, Malekith in Thor 2, Laufey the Frost Giant oder der laufende Ofen-Destroyer in Thor 1, Ronan the Accuser, der die Guardians nervt, die Chitauri aus den Avengers, Whiplash und Justin Hammer aus Iron Man 2, Alex Pierce alias Robert Redford in Captain America 2, Mads Mikkelsen's Caecilius in Doctor Strange, Yellow Jacket in Ant-Man, Aldrich Killian, Crossbones und Helmut Zeno aus Civil War. Die viel gehypte Knallschote Ultron, Ironmonger aus Iron Man 1, Hela aus Thor 3, Igor aus Guardians 2 und der Mandarin, der ja sowieso eher eine Witzfigur als ein Gegner war. Wo sind die eindrucksvollen Figuren, die nicht schon im selben Film entsorgt werden? Wo bleiben komplexe Figuren wie der Pinguin und Max Schreck aus Burtons Batman? Vom Joker mal ganz zu schweigen. Ja, selbst ein Green Goblin, wie ihn Willem Dafoe damals spielte, wäre eine willkommene Abwechslung, ganz zu schweigen von Fieslingen wie William Stryker, der den X-Men das Leben schwer macht, oder Magneto. Aber das sind alles Schurken mit einer Geschichte, mit Ambivalenz, die sich über mehrere Filme entwickeln konnten. Auch Supermans Lex Luthor in Form von Gene Hackman bekam genug Szenen und Momente, in denen er glänzen konnte. Im MCU sind die Schurken aber meist nur Mittel zum Zweck. Sie sind der Grund, warum die Helden in den Kampf ziehen. Der Grund für die große Schlussschlacht, die unvermeidlich kommen muss. Wir verstehen ja, dass Marvel den Fokus auf ihre Helden legt. Aber durch die Langweiligkeit und die schlecht geschriebenen Schurken, die einfach keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, fühlt es sich oft an, als wenn nicht wirklich viel auf dem Spiel steht. Und die Bedrohung gerät zum Schurken der Woche wie in einer Fernsehserie. Wobei wir dem Medium da wohl Unrecht tun, denn die Marvel-Fernsehserien haben mit Kingpin, Purple Man, Hive, Calvin Sabo und Grant Ward bewiesen, dass es absolut möglich ist, Gegner zu erschaffen, die wirklich spannend sind und uns interessieren. Etwas mehr Mut zu Profil täte deswegen auch den Film gut. Und vielleicht sollten sie ihre Schurken nicht ständig nach einem Film umbringen. Unser Platz Nummer 3. Die Musik. Ja, auch dazu wurde schon viel gesagt und doch gehört das Thema natürlich in die Liste der Marvel-Probleme. Denn ganz ehrlich, wie kann es sein, dass nach 18 Filmen und Komponisten wie Danny Elfman, Alan Silvestri und Michael Giacchino die meisten Zuschauer sich schwer tun, aus dem Stand an eine bekannte Melodie aus dem MCU zu denken? Okay, Alan Silvestris Heldenthema aus den Avengers ist noch das eingängigste mit dem gewissen epischen Wump. Aber was assoziieren wir mit Captain America? Was mit dem Hulk? Black Widow? Den Guardians? Wo sind die musikalischen Themen, die uns sofort klar machen, mit welchem Helden wir es zu tun haben? Jeder Star Wars Fan kennt nicht nur das Intro, sondern den imperialen Marsch, Leias Thema, die Cantina Band, das Duel of Fates. Bei Batman denken wir an Danny Elfmans Thema der Burton Filme. Bei Indiana Jones, James Bond und Harry Potter haben wir genau wie bei Psycho, Zurück in die Zukunft oder selbst den Goonies, E.T., den Gremlins, der Weiße Hai, sofort musikalische Assoziationen. Es reicht ein paar Noten von Mission Impossibles Thema zu spielen und wir wissen, was uns erwartet. Das gleiche gilt für Herr der Ringe und Jurassic Park. Die Musik ist nicht nur in den Filmen selbst präsent, sie dominiert die Trailer, Spiele, sie wird in unseren Synapsen zu einer Einheit aus Sound und Bedeutung. Diese Verbindung ist so intensiv, dass sich Spionagefilme nur gewisser Bläsersätze bedienen müssen und schon denken wir an James Bond. Markante Melodien verstärken unsere Emotionen, sie bereichern die Bilder. Indiana Jones wirkt heroischer, wenn seine Fanfare ertönt, sobald er etwas absurd Heldenhaftes anstellt. Wir bekommen eine Gänsehaut, wenn bei Fantastische Tierwesen ganz leise ein paar Noten aus Hedwigs Theme erklingen. Und es reichen einige wenige Töne, um die Titelmusik von Star Trek Discovery mit der Originalserie zu verbinden. Marvel verzichtet darauf, seine Musiken thematisch eingängig zu benutzen. In den Filmen ordnet sich der Score Geräuschen unter und soll sich unterordnen. In Trailern und anderer Promo wird sie nicht besonders herausgestellt. Wir erkennen das Avengers-Thema kaum, weil Marvel sich kaum Mühe gibt, es in unserem Gehirn mit bestimmten Bildern zu verknüpfen.
Während DC das markante Thema von Wonder Woman in mittlerweile 3 Filmen präsentierte und sofort das Bild der kämpferischen Amazone in unseren Köpfen beschwört, bleibt die Musik im MCU im Hintergrund und so dezent, dass wir sie kurz nach dem Kinobesuch schon vergessen haben. Sie ist nicht schlecht. Die Komponisten sind ja meist talentierte Künstler, die lange bewiesen haben, dass sie etwas können. Aber die Musik unterstreicht nur, was wir sehen. Trauer, Comedy, Action, sie passt immer, aber sie tritt nie aus dem Schatten der Bilder und verschmilzt zu einer Einheit, die größer ist als die Summe der Teile. Was wären die Piraten der Karibik ohne ihre Erkennungsmelodie, die jedes Schiff 3-mal so eindrucksvoll wirken lässt? Langweiliger. Und genau dort dümpelt das MCU herum. Mit Musik, die nie mehr will als okay sein und die nie heraussticht, erinnert sie uns an das Color Grading und verbleibt im Mittelmaß. Auf Platz Nummer 2. Risiko. Marvel hat seine Formel perfektioniert. Sie haben ein Universum voller liebenswerter und interessanter Heldenfiguren geschaffen, die wir mögen. Sie haben es seit einigen Jahren zuverlässig geschafft, jedes Jahr 2 Filme zu produzieren. Ja, dieses Jahr sogar 3. Sie entwickeln Konzepte und Storylines für viele Jahre in die Zukunft und sie haben es nach anfänglichen Fehlgriffen wie beim Hulk geschafft, die perfekte Besetzung für ihre Helden zu finden. Robert Downey Jr. ist dafür geboren, Tony Stark zu spielen. Und Chris Evans ist der perfekte Captain America. Niemand denkt seit Samuel Jackson mehr daran, dass Nick Fury ursprünglich mal anders aussah und wer könnte sich eine andere Black Widow vorstellen als Scarlett Johansson? Doch diese Routine und diese Professionalität hat ihren Preis. Natürlich bewahrt sie Marvel davor, dass einzelne Regisseure die Marke beschädigen können, indem sie etwas abliefern, das die Zuschauer vor den Kopf stößt und vielleicht davon abhält, die nachfolgenden Filme zu sehen. Marvels Formel bei der Produktion minimiert das Risiko, denn wenn man seine Filme für die nächsten 8 Jahre im Voraus plant, könnte ein einziger Flop zwischendurch die gesamte Zukunft des MCU schwer beschädigen. Deswegen gehen sie weniger Risiken ein. Klar, ein James Gunn darf mal seine Spielwiese ausprobieren mit den Guardians, solange er das weit abseits der Avengers tat mit eher unbekannten Figuren. Und nachdem das geklappt hat, darf seine Chaos-Truppe jetzt auch mit den großen Kids in Infinity War spielen. Doch das MCU hat keinen Platz für eigensinnige Regisseure, die ihre Vision umsetzen möchten. Der Abgang von Edgar Wright war ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Regisseur mit einem unvergleichlichen Stil, der seine ganz eigene Idee davon hat, wie er seine Figuren erzählen will, auf die perfekte Maschine der Marvel-Formel trifft. Es kracht, es knirscht, es klappt nicht. Denn Marvel wollte einen MCU-Film und keinen Edgar Wright-Film. Was zeigt, Regisseure im MCU dürfen keine Autoren sein, keine Filmemacher im klassischen Sinne. Am besten sind solide Handwerker wie Alan Taylor, der Thor 2 übernahm, oder Peyton Reed, der Ant-Man zu einem soliden, spaßigen, aber wenig überraschenden Abenteuer machte. Im Franchise-Denken stehen die Produzenten wie Kevin Feige oder bei Star Wars Kathleen Kennedy über den Regisseuren. Und am Ende geht es mehr darum, dass die Filme handwerklich solide umgesetzt werden, als dass sie die persönliche Handschrift ihrer Macher tragen. Sie müssen ins Gesamtkonzept passen. Das führt zu gleichbleibender Qualität, aber eben auch zu wenig Überraschung. Wie bei Fast Food wissen wir, was uns erwartet, wenn wir in einen Marvel-Film gehen. Gleichbleibende Qualität, gute Schauspieler, routinierte Unterhaltung mit viel Witz und einnehmenden Charakteren. Das ist ideal für die weltweite Vermarktung, denn Filmemacher mit sehr eigenem Stil könnten das Publikum verkraulen. Ein Baby Driver oder ein Hateful Eight schauen nur ein Bruchteil der Zuschauer, die in Marvel-Filme gehen. Und doch bleibt da bei uns die Sehnsucht nach etwas mehr Mut zum Risiko. Warner vertraute am Anfang der Harry Potter-Reihe mit Teil 3 und Alfonso Cuarón einem Regisseur, der den ganzen Look und die Stimmung der Reihe umkrempelte. Und auch Tim Burton war ein Wagnis, als man ihm damals Batman anvertraute. Martin Campbell erfand James Bond neu mit dem Daniel Craig-Reboot in Casino Royale. Und spätestens nach Infinity War und Avengers 4 wird es dringend Zeit, dass auch Marvel wieder anfängt, Risiken einzugehen. Ja, das bedeutet, sie könnten mal ihr Suicide Squad-Debakel erleben, aber das wäre auf lange Sicht immer noch besser als langweilig zu werden, weil ihre Filme zu starr dem immer gleichen Format folgen. Wenn jede Origin-Story gleich erzählt wird und jedes Team demselben Muster folgt, dann werden auch die besten Charaktere auf Dauer niemand mehr überraschen. Deswegen setzen wir Routine auf Platz Nummer 1. Das waren unsere Gedanken zum MCU und was wir uns für dessen Zukunft wünschen. Mehr Mut zum Risiko. Doch was wünscht ihr euch? Wie soll es weitergehen? Was soll anders werden und was soll sich auf gar keinen Fall verändern? Sagt es uns in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mithelfen möchtet, dass wir unser Stretch Goal erreichen, damit wir auch in Zukunft weiter Videos machen können, dann schaut doch mal auf Patreon oder Steady vorbei. Ihr würdet uns wirklich helfen damit. Der Link ist in der Beschreibung. Und jetzt schaut noch weiter, zum Beispiel alles, was ihr vor Infinity War wissen müsst und unsere Top 5 zu Black Panther, Wakanda und dem geheimnisvollen Vibranium.